Mir ist rausgefallen, oder was? Nein, jetzt ist nichts rausgefallen. Mann! What? Ich bin Arzt! Wo sind wir? Hä? Schnell! Verriegelt die Tür! Geil. Das hat ganz so viel Spaß gemacht. Ich hab den gerade mit so einer komischen Kassette abgeworfen, lol. Was macht der denn da? Lol. Ist du ein Vollidiot? Lol. Der rennt einfach weg. Lol. Mann. Das ist ein Standardverfahren. Aua. Idiot, ey. Nein. Ey, ich bin noch nicht der Beste. Ich bin voll in seine Granate reingelaufen. Und schon wieder gestorben, oder was? Nein, ich lebe noch. Ja, dann guck mal, wie viel Leben du noch hast. Nicht so viel mehr. Ja, dann solltest du einen Verbandskasten nehmen. Ja, es reicht noch. Ja, okay. Wohin denn jetzt? Ich weiß es nicht. Warum habe ich bloß auf schwerer gestellt? Weil deine Community so will und da du ja ein netter Mensch bist, bin ich das Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach vorne. Was? Ich hab's geschafft? Ich freu mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Ich bin Atlas. Tut mir leid. Ich musste mich einfach ins Spiel einhacken. Jetzt darf ich dir gleich die Hand hacken. Hand hacken, genau. Die Hand. Was? Neptuns Bounty. Oh, Tauchkugel, sehr schön. Sehr schön. Wer ahnt denn auch, dass neben Big Daddy auch noch zwei Damen da kommen und auf mich einschießen? Jetzt bin ich in Neptuns Bounty oder was? Ihhh! Ist eine schöne Begrüßung, echt. Ja. Nein, nicht wirklich. Oh. Smuggler. Oh. Ist es Schmuggler? Oh. Oder ist es... Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Oh, niemand wenn wir erstmal schon wieder mit Munition voll... Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dafür geschossen, seine Mitmenschen zu haben. Er hat sogar noch was dabei gehabt, sehr schön. Gute Männer hier leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine-Fischen... Meine Wüter-Chamber. Dort treffen wir uns. Dark Side is the best. Genbank. Hier ist eine Genbank. Klingt komisch, ist aber so. Was? Was redest du? Ich weiß es nicht. Das hat schon wieder nichts hiermit zu tun, oder? Was? Genau wie mit der Arche. Du willst sie verarschen, oder? Ja. Du hast dich verarscht, oder? Ja, natürlich. Ich hacke eben hier was. Warum hackst du mich? Warum hackst du mich? Juhu! Jetzt kann ich Elektrobolt nehmen. Ab 12 Jahren aufwärts. Hier steht, zu abfackeln. Setzt Objekte und Kreaturen in Brand. Je öfter du es einsetzt, desto mehr Schmerzen fügt es zu. Ab 12 Jahren aufwärts. Lol. Das ist ich doch nehme jetzt aber Elektrobolt mit, oder? Wie bitte? Soll ich jetzt Elektrobolt mitnehmen oder abfackeln? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich es jetzt umtauschen? Ich weiß es nicht. Ich würde am liebsten ja noch so ein Slot nehmen. Wow. Ich weiß es nicht. Ich habe einen leeren Slot. Ich habe ja kein Dingens, was ich da rein tun könnte. Das ist ja... Mann. Drum auch das X drauf. Ups. Aha, da muss ich. Ja, ich habe aber nichts, was ich da rein tun könnte. Von daher. Oh! Das wollte ich nicht. Was war das? Moment. So, jetzt geht's wieder weiter. Oh Mann. Ja, mein Internet ist abgekackt. Das gesamte Netzwerk. Soll ich mir was kaufen? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier?
Pistolenkugeln haben wir noch 13. Holen wir uns mal welche. So. Das ist irgendwie mein Lieblingswaffe, ich weiß nicht. Genbank! Eliten. Ich weiß nicht, nee, das ist kein Big Daddy. Das ist schon wieder so ein komisches... Aua. Na toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Mach das Holz weg. Nein, okay. Da liegt was, da liegt was. Oh, da liegt so ein Teil, was die Little Sisters immer haben. So ein Adam-Kack-Spritzen-Ding. Da ist eine Little Sister? Das heißt, sie ist gleich wieder ein Big Daddy. Ist das eine Little Sister? Was krabbelt da in meinem Garten? Was? Ist die denn blöd? Muss die mich so erschrecken? Bin ich nicht lustig? Ich schon. Ich muss schon wieder mir das Lachen verkneifen. Oh, oh, oh. Wo ist die denn jetzt hin? Oh, oh. Die ist irgendwie an die Decke gesprungen. Also die ist... Oh, die ist hochgesprungen. Was ist das denn für eine? Muss die das tun? Ich glaube schon. Sie hat ja Lust drauf, also von daher. Ist die jetzt weg? Nein, die ist da oben. Oh nö. Die lässt Rosenblätter runterfallen, was? Oh, viel Spaß. Kommt die jetzt? Ne, die kommt gar nicht runter. Ja, die mag dich nicht. Das finde ich gut, dass die nicht runterkommt. Aber jetzt ist die... Ich geh mal weiter. Aber die Tage vergehen wie im Flug. Das ist nicht lustig. Schon wieder hier Rosenblätter runterfallen lassen. Warum? Meditation! Hacken! Hacken ist immer gut. Das ist immer so entspannend. Oder auch nicht. Manchmal ist es auch nicht entspannend. Das lässt sich aber heute Zeit. Weiter. Jetzt öffnet sich bei mir im Hintergrund was. Toll. Noch so eins. Sehr schön. Ich muss mal kurz Aufnahme stoppen und gucken, ob jetzt noch weiter aufgenommen wird oder ob sich das gerade geschlossen hat. Moment. So, es geht wieder weiter. Medi-Station habe ich gekriegt. Oh, diese Tante soll sich verpissen? Oh, böses Wort in den Mund genommen. Böses Wort in den Mund genommen. Das war kein böses Wort. Das war ein ganz liebes Wort. Ah, verpiss dich, ist lieb. Oh, ein Big Daddy. Oh, Mann. Ich hoffe, hier kommen keine Gegner, weil dann muss ich voll aufpassen. McCracken Crumb. Crumb, genau. Crumb meine ich. Nicht Crumb. Ich möchte hier gar nicht gegen den Big Daddy kämpfen. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, hat er den Führer an dessen Selbstlosigkeit. Rapture Mate. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Okay. Fischies, cool. Du fetter Walfisch, gib sie aus! Ich mich erschrocken. Ah, ich hab grad dem Big Daddy geholfen. Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten. Oh. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Oh, der kommt doch ganz gut allein zurecht. Der hat ja eine riesige Spritze mit. Nee, den möchte ich gar nicht angreifen, ehrlich gesagt. Wow! Hier ist gerade so ein Fisch rumgehüpft. Ne. Der hat mich voll erschrocken. Hast du ihn abgeschossen? Nein. Oh, Mann. Mann, ich bin so blöd, bin ich auch wieder nicht. Wieso blöd? Dann nerven mich wenigstens keine Fische mehr. Ja, da kann man hinter. MG-Patronen, yay! Wow, 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 wow! Oh, fuck! Hau rein doch!
Scheiße. Da ist ein... Nein. Ich hüpfe einfach mal runter. Toll. Da ist ein Stehbotti. Und ich habe kein Elektroboot. Nein. Das soll aufhören, mich zu treffen. Aua. Oh, das tötet mich hier fast. Ich muss es jetzt hacken. Es brennt. Es brennt. Auf, auf. Auf. Das scheint wirklich abzugehen da bei dir. Ja, ich sterbe gerade schon fast. Dann nimm wieder Verbandskasten. Nicht, dass du dann wieder Big Daddy tötest und dann jemand von hinten kommt und BÄM! Ich komme nicht mehr weg! Oh doch. Ah, schön. Oh, das haben wir jetzt 3 Verbandskästen gekostet. So ein Scheiß. Merken, Ottis sind scheiße. Es sei denn, sie sind auf deiner Seite. Hier ist immer noch dieser springende Fisch. Voll bekloppt. Ich gucke jetzt immer an die Ecken. H, um einen Hinweis zu bekommen. Unterer Kai. Kai, ah, ha, 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 ha. Zielstar. Schön. Mann, ist Rapture groß. Wo kommen wir denn her? Das sehen wir jetzt hier nicht mehr. Okay. Oh, was war? Ziel? Geh zu Fontaines... Was? Fisheries? Fontaine Fisheries. Okay. Na geil. Boah, das erschreckt mich immer.